Jo Leute, wir beamen uns jetzt zur Kathedrale der Zeit. Das war, glaube ich, hier ist eh der bessere Punkt. Da muss ich leider sagen, das ist da, wo uns der Wächter vernichtet hat. Aber inzwischen weiß ich auch, wie ich dem widerstehen kann. Und zwar kann man dem ausweichen. Weil dieser kann sich ja schlecht bewegen, weil er ja eingefroren ist. Und zur Not kann ich mich immer noch so verdünnisieren. Und zack. Ja, meine Tasche ist voll. Ich hätte eigentlich gehofft jetzt, dass wir zumindest mal... Ist der Wächter jetzt gar nicht mehr aktiv? Es ist relativ leicht eigentlich, ihn zu besiegen. Man muss ihn nur immer wieder anvisieren. Und in sein Auge schießen. Wer ist es nicht? Nur die Pfeile sollten einem halt nicht unbedingt ausgehen. Aber ich habe eh noch andere auch dabei. So schlimm wird es also nicht werden. Ich weiß nur nicht, ob es der Bogen auch aushält. Komm schon. Ja! Gekillt! Und lauter antiker Scheißdreck kommt zum Vorschein. Ja, das hätte man ursprünglich schon viel früher machen können. Wir haben jetzt drauf gepfiffen, ich hab's nachgeholt, weil mit den damaligen Waffen, die wir hatten, war es ein bisschen schwierig. Ach, ist es wahr? So, mach auf, was ist da drin? Ich kriege jetzt Katzen. Und hopp, hoch mit dir. Wer braucht denn schon Bernsteine? Der komische Fels sieht abartig aus. Ach so, weil es ein Schädel ist. Verstehe schon. Ich verstehe. Okay. Jetzt werden wir uns erstmal unsere Belohnung abholen. Für das, dass wir schon wieder 4 Zeichen der Bewährung erhalten haben. Was auch immer das... Ich verstehe sowieso nicht, was auch immer das sein soll. Das ist so undeutlich, was das sein soll. Im Übrigen, die Wächter, die sich frei bewegen können, die können wir nicht so einfach killen. Nö, nö. Da braucht es was ganz Spezielles dafür. Und zwar am besten antike Bögen. Bekommen wir noch. Und ich halte mich mal daran. Was mir im Internet geraten wurde, 2x Herzen, 1x Ausdauer, 2x Herzen, 1x Ausdauer und dann nur mehr Herzen. Achso, nee, Blödsinn.
geht ja gar nicht. Das geht immer so weiter. Okay. Wow, Link ist sehr gut im Klettern. Respekt. Ich komme nicht mal auf einen 2 Meter hohen Stein rauf. Na, egal. Hateno? Nö. Sora? Ja. Mitten in der Luft einfach so beamen. Ja, warum denn nicht? Wird jetzt nur interessant, was wegen dem Titanen da jetzt los ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau unser Ziel war. Ich weiß nur, es hatte irgendwas mit dem Titanen zu tun. Ich wollte aber vorher auf jeden Fall noch die Ausdauer haben, deswegen habe ich mir auch so viel rumgetrieben. Genauer gesagt war es eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt unbedingt da reingehe. Ich brauche mal die 3 Bündel davon. Steinsalz, nö. Frostforelle. Widerstandsfähigkeit gegen Hitze. Aha, okay, gut, das klingt interessant. Das klingt interessant. Ich werde mal eine andere Waffe ausrüsten. Wir haben ja Gott sei Dank auch ein Wächterschwert erbeutet. Marker der gesehen. Aber jetzt haben wir immerhin auch wieder einen Hammer. Aber ich will eine schnellere Waffe. Die Lanze habe ich jetzt leider verbraucht. Habe ich gesehen. Wohin hat denn der gezeigt? Der hat auf den Wasserfall dort gezeigt, wenn ich mich nicht vertan habe. Falls doch, bitte korrigiert mich jetzt. Bevor ich wieder Scheiße baue. Ich komme wahrscheinlich in dem Part eh noch nicht ganz hin. Und jetzt muss ich eh mal einen kleinen Drehstopp einlegen. Ja, eine kleine Panne. Nicht viel dahinter, aber lästig. Es ist jetzt eigentlich blöd, dass ich keinen wirklichen Bogen und auch keine gescheite Lanze habe. Uiuiuiui. Ja, danke für dein Wildkamerad. Das bringt mir immerhin etwas. Okay, gut, das Wildschwein haben wir jetzt nicht bekommen. Die Spurteidechse braucht keiner. Oder möchte jemand von euch probieren? Hm? Die Enten. Link übertreibt es gerade vollkommen, aber es scheint ihm so wurscht zu sein. Was ist das jetzt? Ist das wieder ein Fuchs? Ja. Das war wieder einer. Es tut mir leid, kleines Füchschen, aber du endest jetzt als mein Abendessen. Okay. Ja. Da scheint es noch weiter zu gehen. Interessiert mich vorläufig aber wenig. Mit dem Ding kann ich was. Aha, okay, mit sowas kann man Bäume fällen. Würde ich mir so ein Messer auch gerne können. Jetzt kein Gel, das wäre übelst praktisch. Pfui.
Juhu! Die Geräusche. Ja, spätestens nach dem Best of Dance Geräusche weiß man eh, was bei mir los ist im Hirn. Eindeutig nix. Hä? Warum gibt's diese Zwischenstopp? Sind das zwei große Maxi-Rüben? Ja. Ach so. Versteh schon. Hier soll man Heilmittel sammeln können. Ja, ja. Die Entwickler waren schon schön schlau. Ja, 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 ja. Die Hylianer sind nicht dumm. Zumindest Link nicht. Der ist ja ganz gescheit. Geht's jetzt noch höher oder? Aber ich befürchte, dass uns hier oben ja zu kalt wird. Mutprobe voraus, aber nicht übertreiben. Das ist ja eine Spitzenidee. Oh, ja, 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 das ist ja ein Minotaurus. Ja, genau. Aber sonst geht's noch, hä? Sonst geht's Nintendo gut. Ich sehe schon. Wie soll ich ihn denn umbringen? Boah. Da wird mir ja ganz schlecht. Wo ist er hin? Warum frage ich eigentlich? Natürlich ist er hinter mir. Ja, genau, ha. Okay, soll ich vielleicht jetzt nur von dem wegrennen? Das wäre jetzt auch eine Option, oder? Ich hole mir Bombenpfeile und, ja. Mach ihn fertig. Das geht nicht gegen den.
Das geht mit Bombenpfeilen vielleicht? Aber sonst gar nicht. Leute, ich probiere das im nächsten Part mit Bombenpfeilen fertig. Ich habe jetzt da keinen Bock drauf. Ich werde ihn so fertig machen wie noch nie. Kann froh sein, wenn er mich über... Warum muss ich dich immer da festhalten? Hm? Egal. Weg hier. Wiederhören. Und auch an euch. Wiederhören.